Da ist er, der Zwergenfürst in seinem Hotelzimmer, der Mutige. Ja, ist noch ein recht außergewöhnliches Bild, den Hutigen zu sehen. Naja, trägt man auch nicht in der Bude. Trägt man eher, wenn man unterwegs ist draußen. Vom 17. bis zum 24. Juni war ich hier in Kiel und habe einen kleinen Familienurlaub gemacht. Hab da so ein bisschen versucht mitzufilmen und was von der Linse zu bekommen. Habe ich in dem Urlaub mehr Handyvideos gemacht, mehr mit dem Handy gefilmt als mit der Kamera. Ja, was man halt in einem Familienurlaub mit dem Handy mitfilmen kann. Haben wir das schöne Einzelzimmer. Hi. Gemälde an der Wand, Decken, Beleuchtung. Da sieht man es raus in den Hof. Nachttisch mit Telefon. Ein Bett, eine Lampe, ein Bad. Der Dusche. Jo, Klosett. Klosettfenster. Ein Schrank, wo schon eine Jacke von mir hängt. Ja, da ich mich schon ein bisschen ausgebreitet, da steht schon mein Gepäck. Das ist wohl so ein Ding, wo man theoretisch mal seinen Koffer drauf abstellen kann. Aber ja, Mülleimer, bitte nicht stören, Schild. Zwerg im Spiegel. Ich denke, da lässt sich ein paar Nächte lang drin schlafen. Ja, jetzt gibt's eine Sache zu tun. Ihr wisst Bescheid. Obligatorischer Bettentest. Ja, da lässt sich schlafen.
Niemand tötet mich, bevor ich nicht meine Frau mit einem anderen Mann erwischt habe. Ich habe mit Billy geschlafen. Wir unterbrechen Pregnant Baby für eine Anmeldung. Muss das sein? Der Aufenthaltsort von Morty Smith ist weiterhin unbekannt. Was zur Hölle? Es ist nur bekannt, wie süß er ist. Ich liebe ihn so sehr. Ich will ihn begatten und seinen Kopf essen. Erbarmen, mein König! Oh, habt Erbarmen! Mein falscher Ehrgeiz hat mich gepackt. Erlasst mir die Strafe! Aber der König beharrte auf seinem Vorsatz und wollte nicht nachgeben. Da meldete sich die echte Königstochter zu Wort. Lieber König, erlasst ihr die Strafe. Sie soll versprechen, im Leben nie wieder Böses zu tun. Denn es ist nicht gut, dass das Böse mit Böse vergolten wird. Erscheinen die Seele,
300 Stufen nach oben. Das meiste habe ich schon geschafft. Da geht's raus auf eine Zwischenetage. Puh, da kann man schon in Schwitzen kommen. Fahrstuhl oder Treppe? Fahrstuhl oder Treppe? Ich würde sagen Treppe. Hübsch. Da liegt eine Banane. Runter geht's mit dem Fahrstuhl, das ist klar. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da sind wir angekommen. Bing! Fertig. Jetzt geht's auf nach Hause. Time to say goodbye. Oder vorüber. Und et voilà. Da ist die Tasche zu. So. Koffer gepackt. Ich muss ich noch hier reinstopfen. Ihr kommt da nicht noch rein. Ja, das war mein Sommerurlaub in Kiel. Ja, will ich mich lieber nicht im Spiegel zeigen. Sehe gerade nicht so spitze aus. Dummig nach oben, sollte es euch gefallen haben. Dieses kleine Video aus Kiel. Von meinem Sommerurlaub. Ja, nochmal nachgucken, ob ich nichts vergessen habe. Ja, sauber. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, man sieht sich. Ciao, ciao.